Genau, und den hier und das hier noch. Genau, perfekt. Was hier noch so? Nein? Ach ja, die Kiste könnte ich vielleicht schon mal planten. Kiste und Bett. Dann kippe ich hier einfach mal alles rein, was ich so habe. Abgesehen von dem. Und dem, dem und dem. Und dann mache ich mir jetzt zuerst mal hier das hier. Dass ich hier wenigstens was habe, wo ich schlafen kann. Nein. Oh, oh, Beeilung, Beeilung, Beeilung. Beeilung. Na komm schon, jetzt, na, nein, nein, aus. Ach. Komm, nerv nicht. So, und hier nochmal. Jo, das passt so. Ach komm, sei leise. Ah, komm, ja. Los, 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 komm schon. Ich brauche ein Dach über dem Kopf. Und hier nochmal. So. Das müsste dann halbwegs mein Überleben sichern, hoffe ich mal. Ist noch ein paar Fackeln hier eingebaut. Und hier draußen auch. Genau, perfekt. Dann guckt das doch recht hübsch aus, oder etwa nicht? So, da dahin. Ach genau, und dann nehme ich das hier, was ich hier gebaut habe, einfach schon mal als Grundriss. So, Fenster habe ich mir noch rein, glaube ich. Oh ja. Wobei ich kein Glas habe. Das ist doof. So, muss ich aber hier oben zumachen. Dann verzichte ich lieber auf Fenster. Und ich gehe nochmal raus. Jo, ich kann nochmal raus. Oh. Dann mache ich mir das hier oben noch zu und dann habe ich kein Holz mehr. Aber das ist egal, weil ich ja hier noch ein bisschen Holz habe. Das glaube ich, ja. Nee, noch nicht. Noch. Das werde ich jetzt erstmal ausnutzen, dass hier noch keiner ist. Das bleibt doch jetzt für die Zeit, in der ich draußen bin, hoffentlich noch so, dass da keiner ist. So, keiner. So, perfekt. Ich bin in meiner Waldhütte und kann mir ein paar Fenster schlagen. Wuhu, eins. Und wuhu, zwei. Oder eher nicht. Hier ist es nämlich ein wenig doof platziert. Da habe ich ja schließlich hier. Ja, und hier platziere ich noch ein kleines Fensterchen. Jo, das geht. Nein, lieber nicht. Lieber keine Fenster. Hier habe ich eh nur Ausblick auf den Baum. Dann lieber keine Fenster. Okay. Dann schlafe ich jetzt einfach mit dem Schwert in der Hand ein. Gut, und dann schauen wir kurz raus. Ah! Ist hier wer? Nein, hier ist keiner, oder? Nein. Gut, hier ist keiner. Okay. Nee, hier ist wirklich nichts. Gut, dann kann ich das hier oben wieder abreißen. Das provisorische Dach hier. Weil das Dach dann doch ein bisschen höher sein sollte, finde ich jetzt. Ja komm, mach ein bisschen schneller. Ich sollte mir eventuell auch irgendwann mal eine bessere Axt zulegen, glaube ich. Finde ich, sollte ich, egal. Ich. Nein, du sollst das Dach bauen, genau. Merci, mon chéri. Genau, und ja. So. So, und ich könnte jetzt vielleicht noch ein bisschen was über die über den Grundriss hier sagen. Der sieht jetzt nämlich noch ein bisschen beschissen aus, das weiß ich. Ich habe mir da schon genau was überlegt, was ich hier mache. Und zwar mache ich zuerst mal diese störenden Bäume hier weg.
Die regen mich nämlich auf. Außerdem bekomme ich dadurch Holz. Und Holz brauche ich. Ja, ich hab's nötig. Ich brauche es. Für meine Vorhaben hier. Und ich hab zu wenig davon. So, passt. Dann pullen wir uns runter. Es geht runter. Abwärts. Egal. So, das hier noch und das und das und das. So, lololo. Perfekt. Und dann stehe ich 1 zu niedrig. Ich bin 1 zu klein. 1 Meter. Denn ein Minecraft-Block entspricht 1 Meter. So, für alle, die das noch nicht wissen. Wobei ich eigentlich annehme, dass das jeder, der mir zuschaut, eigentlich weiß. Hoffe ich. An die, die ich jetzt gerade geflammt habe, bitte entschuldigt. Hier. Mache ich auch eine Mauer rein. So. Jo. Wie groß mache ich das so? So, 1, 2, 3, 4, 5. Genau, 5 nach vorne. 1, 2, 3, 4. 5. Und dann hier eins nach vorne. Wow, wow, wow. Was war das? Achso. Ja, komm. Ja gut, dann gehe ich jetzt erstmal in mein Häuschen und verreck da drin. Beziehungsweise ich kann ja hier noch ein bisschen was abbauen. So. Okay. Die hier nehme ich noch mit in den Tod und die hier. Und die hier, genau. Dann sieht das doch schon halbwegs annehmbar aus, oder? Denn nicht. Nein, das hier nicht. Das kommt wieder weg. Genauso wie das hier. Gut, ich gehe dazu hier rein. Leg alle meine Sachen mal kurz ab. Genau, und dann erwarte ich meinen Tod. Hey. Wunderschön. Egal. Ja, komm schon. Na komm, ein Sterbs360. Ja gut, das ist ein bisschen mehr als ein Sterbs360. Toll. Hallo, ich will steppen. Dann halt nicht. Dann stürze ich mich halt irgendwo runter. Auch okay, wenn ich mich in den Tod stürzen muss. Geht doch. So, jetzt werde ich hier wieder gespawnt. Das hier brauche ich und das und das und das. Das lege ich jetzt hier rein und ja, ich weiß, ich hätte auch in mein kleines Crafting-Ding, Fenster, was auch immer rein tun können, aber da war ich jetzt einfach ein bisschen zu dumm zu. Egal. Gut, dann nehme ich jetzt erstmal die Bäume hier weg. Ich habe vorhin schon wieder vergessen, über den Grundriss zu labern. Sag mal, ich bin auch doof. Hätte ich es beinahe schon wieder vergessen. Ja, also ich mache den Grundriss jetzt ein bisschen, ja, so symmetrisch mache ich ihn. Ich mache es halt so, ja, hier, dass es halt so ein bisschen größer ist, dass es ein bisschen auffächert. Weil ich finde, das sieht einigermaßen okay aus. So, okay. Dann warte ich, bis die Bäume hier verschwunden sind und holen wir die hier auch mal. Genau. Also, wie gesagt, ich will, dass das Haus ein bisschen auffächert vom Grundriss her. Sag mal, das ist jetzt nicht hier. Achso. Ja gut, ich stehe unterm Baum, da wird es schnell dunkel. So, passt. Okay, und das hier noch. Gut. Ja, hier sollte ich vielleicht ein bisschen Erde hin tun, kann das sein. Ja, das mache ich schnell. Na komm, komm zu Papierhölzchen. Genau. Jetzt weiß ich, wofür ich die Erde mitgenommen habe. Perfekt. Dann habe ich mir erstmal die das hier zu Klump. So, und oh Gott, das kann jetzt ein bisschen länger dauern, fürchte ich. Oh oh. So.
Damn. Okay, ja, ich würde, ja, ich glaube, das hierhin mache ich dann zu. Genau, das mache ich. Mist. Fail. Sieht jetzt zwar dann nicht so sehr natürlich aus, aber egal. Na komm schon. Ach und wenn ihr euch wundern solltet, warum ihr keinen Sound habt. Lol. Ich wurde eingeeist. Klasse. Wenn ihr euch wundern solltet, warum ihr keinen Minecraft-Sound habt. Ich nehme gerade nicht mit Fraps auf. Von daher. Ja. So, 26 reicht es. Ja. Das sollte reichen. Jetzt friert er nicht ständig zu. Oh mein Gott, nein. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Boah, das ist Wahnsinn. Sonst rede ich wie viele andere Let's Player wie im Buch. Aber jetzt, direkt bei der Aufnahme. Ganz toll. Ich könnte vielleicht auch mal sagen, warum ich gerade aufnehme. Erstens, weil ich irgendwie total Bock hatte, gerade aufzunehmen. Zweitens, weil ich nichts Besseres zu tun habe, da mein Internet gerade abgekackt ist. Und drittens, weil ich einfach mal wieder meinen Senf zu irgendwas abgeben wollte. Nur fällt mir jetzt gerade mal wieder nicht ein, zu was. Das ist schlimm. Ich glaube, das könnte man mittlerweile als Let's Player Krankheit oder sowas nennen. Benennen, was auch immer. Okay, wie sieht das jetzt aus? Da buddel ich mich jetzt. Ich bin doof. So. Komm schon. Ja, sieht eigentlich ganz hübsch aus. Halbwegs. Genau. So, von Tipps. Perfekt. Und wundert euch nicht, wenn es jetzt am Anfang nur ein bisschen komisch aussieht. Es hat alles seinen Sinn und Zweck. Glaubt mir. Am Schluss sollte es nämlich eigentlich ganz nett aussehen. Glaube ich. Hoffe ich. Denke ich. Was auch immer. Egal. Ja. Da hinten brauche ich jetzt glaube ich nicht. Ja, gut, dann mache ich jetzt erstmal den Grundriss fertig. So. Das ist 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Genau. Perfekt. Oho. Oh, Mist. Es wird wieder dunkel, das ist nicht gut. Ach komm, das hier kann ich noch halbwegs fertig machen, würde ich sagen. Mein Gott, la 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 la. Genau. Den nehmen wir noch fertig, das waren jetzt 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Fuyu. Nerv nicht. 5. Genau. Dann passt das. So. Jo. Das sieht ganz nett aus. Würde ich sagen. Nein. So tief sollte es jetzt nicht reingehen. Oh. Und da ist das Ding auch schon wieder kaputt. Ja, Wahnsinn. Ich sollte vielleicht hier in meinem Innenhof auch ein paar Fackeln aufstellen. Ja, genau, das mache ich dann. Nachher. So. Und hier und hier und hier und hier und hier. Perfekt. Und dann ist mein Innenhof auch schon halbwegs monstersicher. Klasse. Und ja, das soll alles ein Haus werden.
Ich mach dann schnell wieder hier oben zu, dass uns niemand sieht, wenn wir im Bett liegen. Und gewisse Dinge machen, wie zum Beispiel. Ja, ihr wisst schon. Schlafen. Ja, solche dreckigen Dinge halt. Ne, Leute. Wir verstehen uns. Ja. Egal. Was war das jetzt? Egal. Ja, komm. Genau. Ich lager wieder alles ein. Außer meinem Schwert. Und dann gehen wir pennen. Gute Nacht, Leute. Ich bin wach. Ist draußen irgendwo ein Monster gespawnt? Nein, ist nicht. Das freut mich. Dann würde ich sagen, mache ich mir eine Axt. Ja, dafür bräuchte ich aber auch Stein. So, ja. Ach, 19. 10. So. 20. So und so und 4. Dann haben wir 20 Spitzhacken, 20 Äxte. Ich bin doof. Weil das mit den 20 Äxten vielleicht doch ein bisschen übertrieben ist.